Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf diesem Kanal von einem Spiel, wo ich tatsächlich selber nicht gedacht hätte, dass ich es irgendwann mal anzocken würde, nämlich der neueste Titel aus der Skylanders-Reihe, Imaginators. Da war Activision so nett und hat mir ein riesiges Paket zukommen lassen mit Spiel, mit Figuren und allem möglichen Kram, von dem ich jetzt noch überhaupt keine Ahnung habe. Also wer hier jetzt voll das professionelle Skylanders angezockt erwartet, der ist hier falsch. Wer einen absoluten Vollnoob sehen möchte, der sich hier irgendwie mal an dieses Spiel rantraut, total unvoreingenommen mit null Vorwissen, außer dass dieses Spiel existiert, der kann gerne bleiben und mir dabei zugucken. Wir spielen das Ganze auf der Wii U, weil wer mich kennt, weiß, dass ich nicht großartig was anderes besitze als meine Wii U. Und ich drücke jetzt zum Beginn einfach mal A und wir stürzen uns direkt ins Geschehen. Ich vertraue Activision da einfach mal und nehme das Ganze an. Wir nehmen diesen Speicherplatz hier. Hey, da ist mein Mii. Abenteuer für Spieler, die eine unterhaltsame Herausforderung suchen. Experte für Spieler, die ihre Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen. Albtraum und... für Spieler, die einfach nur Spaß an der Story haben wollen. Ich möchte Spaß an der Story haben, bitte. Ich werde wahrscheinlich trotzdem irgendwie sterben. Kann man hier sterben in dem Spiel? Ich weiß es nicht. Okay, Stealth Elf, legen wir los. Und bleib diesmal dran. Fühl dich nicht zu sicher, Spyro. Ich habe diesmal eine neue Strategie. Auf die Plätze! Fertig! Heiliger Spruch, sag nicht meine Sandwiches! Alles gut, Papa. Komm schon, Stealth Elf! Du musst dich schon anstrengen. Wer sagt, dass ich das nicht tue? Es ist in der Bibliothek. Was ist das? Ich weiß nicht. Aber ich wette, es hat keinen Ausweis. Grüße, Portalmeister. Ich bin Ion. Willkommen in den Skylands. Vor langer Zeit nutzten die Alten Geistmagie, um unsere Welt zu erschaffen. Aber irgendwie ist diese Macht wieder erwacht. Und nun nutzt sie jemand, um Monster zu erschaffen, wie sie noch nie gesehen wurden. Als Portalmeister musst du nun selbst die Geistmagie nutzen, um Helden zu kreieren, die diese unaufhaltsamen Gegner bekämpfen. Für ihr Training schicke ich dir die ehrwürdigsten Sensei Skylander aller Zeiten. Ein großes Abenteuer wartet, Portalmeister. Sieh nur! Okay, ich habe den rätselhaften Bücherdieb bis zu diesem rätselhaften Ort verfolgt. Meister Ion sagt, ich finde hier jemanden, der mir helfen kann. Keine Chance, Spyro! Ich bin total unbesiegbar! Seltsam, dass wir uns aus der Entfernung hören.
Also, wo ist der sogenannte Imaginator, den ich treffen soll? Bitte platziere deinen Skylander auf das magische Portal. Ich habe hier irgendwelche Dudes stehen, unter anderem den Pinguin, die wir eben gesehen haben. Also gehe ich mal voll gegen den Strich und nehme das goldene Ding hier. Ich herrsche souverän! Gesundheit. Golden Queen, aha. Seh nur, ich mache alle deine Imaginators noch stärker als vorher. Geil. Trainingsbonus. Alle Imaginators können jetzt die folgende Stufe erreichen. 16. Okay. Und wenn jemand aus der Zaubererklasse den Goldstandard erlangen will, ist meine Geheimtechnik unumgänglich. Okay. Okay, wir sind jetzt also die Golden Queen hier. Was kann ich machen? Ich werde mit ZR irgendwas... Was ist ZR? Da. Machen können, sobald es sich vermutlich aufgeladen hat oder entsperrt wurde. Willkommen, Skylander. Danke, dass du hier bist, um zu helfen. Okay, die macht irgendwas so. Da springt sie. Da macht sie was anderes. Und da macht sie gar nichts. Okay. Tutorial. Drücke Y, um anzugreifen. Das kriege ich hin. Boah, ich kann Dinge kaputt machen und Sachen einsammeln. Uiuiuiui. Das ist schon wieder weg. Oder habe ich das schon eingesammelt? Ich will unangefochten herrschen. Okay. Drücke B, um über hinein. Wer springt denn auf B? Sind wir mal ganz ehrlich. Wer springt auf B? Auf B springt man nicht. Achso, ich dachte gerade, da käme irgendwas raus. Drücke B, um über Hindernisse. Ja, das hatten wir ja bereits. Oh, das kann ich auch kaputt machen. Das wäre für mich jetzt auch ein Signal für, von wegen, ich komme hier jetzt erstmal. Oh. Für mich erstmal so ein Signal aller, ich komme da nicht weiter gewesen. Ging es hier auch noch irgendwo lang? Oh, da ist eine Truhe. R. Y. Ach, Y drücken, okay. Ah ja. Oh, yeah. Ich habe Stuff bekommen. Okay. Bis jetzt sieht das ganz gut aus. Ich bin nicht so überzeugt von der Grafik, aber ich weiß auch nicht, ob das an meiner Capture Card liegt oder ob das Spiel halt wirklich so. Ich kann das schieben, okay. Oder ob das Spiel halt wirklich eher so geht, so ist. Sehe ich so eigentlich richtig, dass ich nicht wirklich richtig zielen muss, sondern einfach nur Button smashen kann? Oder liegt das daran, weil ich das auf diesem einfachen Modus hier spiele? Das hier kaputt bitte. Danke. Das ist hier... Oh, Geld. Cool. Ich wünschte, das würde im echten Leben auch einfach so rumliegen. Das schiebe ich wieder. Den schiebe ich. Ja, wie sieht das auch so... Ist das ein Gehirn? Wie sieht das auch so ganz locker mit einer Hand macht? Gefräßige Lichtung. Aha, ich vertreibe einfach mal wieder munter weiter Button-Smashing und hoffe, dass alles gut geht. Okay. So... Zeugs. Da sind Glühwürmchen. Tun die mir was? Ach ne, die machen irgendwas. Okay. Ich spiele das hier gerade mit dem Gamepad. Ich weiß tatsächlich nicht, wie das aussehen würde, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf der PlayStation spielen würde. Weil ich habe auf dem Gamepad jetzt hier unten noch so ein, wie so eine Art, nicht Menü, aber ich habe hier meine Story-Ziele stehen und so. Okay, passiert nichts. Gut. Dann gehe ich mal da rein. Ich weiß halt nicht, wie das aussehen würde, wenn ich das jetzt auf irgendeiner anderen... Sieh dir das an! Eine Imaginite-Kiste! Aha. Imaginite-Kisten enthalten Geistmagie, mit der erstaunliche Imaginators erschaffen werden können. Aha. Versuch, die Plattform zu senken, auf der sie steht. Ich soll das Rad drehen? Ach so, okay. Drehe dann mal das Rad. So, ich habe die Plattform gesenkt, drücke R und Imaginite in häufig. Okay. Neue Ritterwaffe. Das Haizahnschwert ist häufig und gibt uns plus 5 Angriff. Tolle Waffe. Das ist immerhin etwas. Und ich lasse den Schlüssel hier. Ach so, der ist... Der ist doch bestimmt für dieses unauffällig hier hängende Schloss, oder? Ein königlicher Auftritt. So, hui. Ach Gottchen. Klippen der Entstehung. Schieberätsel.
Die konnte ich schon in anderen Spielen mit kleinen Taschenmonstern nicht. Aber gut. So. So? War's das? Weiß es gar nicht. Wir gucken uns hier mal gerade noch um. Hier geht's nämlich auch noch weiter. Da ist wieder großer Reichtum. Oh, fuck. Greift mich irgendwas an? Nö. Wir sind einfach nur abgestürzt. Und jetzt? Ach, hier geht's weiter. Okay. Verlorener Vorsprung. Aha. Da ist was. Ambush-Seelenstein. Ambush-Seelenstein. Rache der Natur. Halte X, um einen stärkeren Baumaufruhrangriff auszuführen. Vorschau von Ambush. Ja, komm, wir geben uns das mal. Ambush. Der sieht tatsächlich cool aus. Warum habe ich den nicht als Figur? Der sieht cool aus. Tausche Pinguin gegen den. Komme ich da hoch? Nein. Wo muss ich hin? I'm stuck. Ich sag doch, ich schaff's, das im Tutorial zu verkacken. Jetzt mal im Ernst, wie komme ich weiter? Kann ich irgendwas kaputt machen? Nicht wirklich, ne? Aha. Hier konnte man jetzt drüber springen, aber überall anders irgendwie nicht. Weil? Und komme ich da wieder hoch? Hm, na gut. Okay. Ach, hier bin ich wieder. Okay. Das würde mich jetzt aber tatsächlich mal interessieren. Ich gehe mal runter. Warum kann ich... Hier dann nicht. Okay, ich meine, hier macht das Sinn, weil ich in den Tod stürzen würde. Oder bin ich eben nur... Ich bin hier eben scheinbar nur festgeglitscht. Na gut. Hier? Kam ich von hier? Ich kam von hier. Okay. Warum stehe ich jetzt wieder... Naja. Hui! Dann sind wir jetzt hier oben. Hier ist ein Feuer. Das soll ich... Ach nee, war das, was ich eben schon runtergeschoben habe? Den kann ich auf jeden Fall, okay, den kann ich sowieso nur hin und her schieben. Ja, ist schon wieder so ein komisches Symbol. Ja, ich glaube aber, es ging dann hier runter weiter oder so, ne? Ja, Spyro. Habt ihr früher auch Spyro gespielt? Was bist du? Machst du irgendwas? Oh, ich kann nicht rollen. Kann ich Gegner plattwalzen? Yay! Gut, wir haben also gerade einen Haufen Gegner plattgewalzt. Wer das stürzt jetzt wieder ein. Ansonsten habe ich Vertrauensprobleme zu Skylanders. Okay. Na, stirbst du wohl? Danke. Wasser-Skylander sind hier stärker. Aha, ich habe, glaube ich, aber keinen. So, der Ball muss da rein. So wie das aussieht. Wäre zumindest jetzt die auffällig richtige Variante. Dann gehen wir doch jetzt mal da hoch. Achte auf die Felsbrocken! Oh Gott. Ach, ich kann die kaputt machen. Okay. Habe ich kaputt gemacht. Da ist eine Welt. Nur ein nicht Sensei wirklich. Der Boxerklasse kann diesen Schrein öffnen. Wow, ja? Ein Boxerschrein! Ich wünschte, Kingpin wäre hier. Kingpin, kann ich jetzt eigentlich einfach, das würde mich jetzt mal interessieren. Oh, okay, ich habe doch einen Wasser-Skylander. Okay, ich kann scheinbar. Gut. Wie du weißt, bin ich ein Sensei, was bedeutet, dass ich A, großartig bin und B, deine Imaginators trainieren kann. Okay, du bist großartig, das habe ich jetzt gelernt. Und wie mir kann ich meine Geheimtechnik zeigen. Okay. Dann nutzen wir doch mal diesen Schrein. Hier kommt der Pinguin. Sky
Tai-Chi-Kraft freigeschaltet. Okay. Halte ZR, wenn die Anzeige geführt ist, um einen Sky-Chi-Angriff für maximale Zerstörung auszuführen. Alles klar. Kann ich da jetzt noch irgendwas Neues mitmachen? Nein, ich kann es mir nur nochmal ansehen, oder? Hier kommt drücke X zum Überspringen. Ja, bitte. Okay, dann wackeln wir hier mal weiter. Die erste Verteidigung ist ein ordentlicher Tritt in den Hintern. Oh Gott. Der macht komische Wassersachen. Okay. Ich betreibe aber einfach mal weiter Button-Smashing. Vom Feinsten. Oh, die haben mich getroffen. Böse, geht mal weg. So. Na, hier. Danke. Spürst du das? Nö. Was denn? Oh, abwärts. Okay. Passiert hier hinten irgendwas Tolles? Wow. Nö. Es ist soweit, Skylander. Der Eingang zu diesem super alten Ort. Ach, zu diesem super alten Ort. Geil. Wir schauen uns das mal an. Stufenaufstieg. Ich akzeptiere diesen Stufenaufstieg, wer auch immer das gesagt hat. Kann man den auch nicht akzeptieren? Also ich meine, warum sollte man Level Up nicht akzeptieren? Ich meine... Wow, wer baut denn ein riesiges Labyrinth mitten in einer Festung? Ah, jetzt, ja, oh, das die gut. Alten wahrscheinlich. Vielleicht wollten sie Hausierer verwirren. Okay. So, dann gehen wir da mal hin. Kann ich das so Hack'n'Slay-mäßig kaputt machen? Hier, oh, geil. Dann ich hier. Da drauf. Ah, jetzt hat das den Weg aufgemacht. Cool. So, dann, da, jetzt hat sich das da gedreht. Das kaputt machen. So, dann wahrscheinlich hier. Du bist einfach irre. Nein. Kapiert? So. Dann nehme ich hier lang. Da einmal einsammeln, bitte. So. Da. Wenn das Labyrinth ist jetzt nicht wirklich labyrinthisch. Was ist das? Popcorn? Wenn ich einfach nur stumpf einem Weg folgen muss, wo es nicht viele andere Möglichkeiten... Naja. Wollen das wir mal nicht meckern. Mit den Kühlen. Wir spielen ja auf einfach. Ich weiß halt Sensei, nicht, inwieweit das jetzt Einfluss stärker. Darauf hat. Sensei, bin ich nicht sowas? Oder... Ich weiß es nicht. Wow, da ist ein alter Kampfgong. Sensei schlagen diese magischen Gongs, um wilde Kämpfe zu beschwören. Die Belohnungen sollen super sein, aber du musst ein Sensei sein. Okay. Bin ich ein Sensei? Wir werden es ja jetzt erfahren. Komm. Okay, wir sind ein Sensei. Das klingt echt schick. Mhm. Au. Drücke mal hier ZR. Nein, stopp, das war ZL. Ich drücke ZR und mache irgendwas Cooles. Glaube ich. Hier kommt der Pinguin. Hier kommt der Pinguin, hast du gehört? Ich habe, glaube ich, sogar überlebt. Stufenaufstieg. Noch ein Stufenaufstieg. Es fühlt sich an, als wäre ich gewachsen. Sowohl metaphorisch... Okay. Ein... häufigen Imagineite, wir explodieren und wir haben einen Kopf. Oh. Als auch buchstäblich, zumindest für einen Moment. Okay, und jetzt? Gehe ich mal zu Spyro? Hallo? Oder war das nur ein möglicher Ausgang aus dem Labyrinth? Das ist ja alles. Legenden zufolge gibt es am Ende jedes Weges eine Imagineite-Kiste. Ach so. Außerdem steht das auf einem der Schilder da hinten. Schließe jeden Weg ab, okay.